Kinder, hier ist Caroline. Heute habe ich mir für euch überlegt, ein Fingerspiel zu machen. Und zwar das Fingerspiel 5 Affen saßen auf einem Baum. Manche von euch kennen es wahrscheinlich und machen es sehr gerne. 5 Affen saßen auf einem Baum. Die waren so frech, man glaubt es kaum. Sie riefen immer, hallo Krokodil. Du kriegst uns nicht, du kleiner Wicht, du kriegst uns nicht, du kleiner Wicht. Da kam das große Krokodil und schnapp! 4 Affen saßen auf einem Baum. Die waren so frech, man glaubt es kaum. Sie riefen immer, hallo Krokodil. Du kriegst uns nicht, du kleiner Wicht, du kriegst uns nicht, du kleiner Wicht. Da kam das große Krokodil. Deal. Und schnapp! 3 Affen saßen auf einem Baum. Die waren so frech, man glaubt es kaum. Sie riefen immer, hallo Krokodil. Du kriegst uns nicht, du kleiner Wicht, du kriegst uns nicht, du kleiner Wicht. Da kam das große Krokodil und schnapp! 2 Affen saßen auf einem Baum. Die waren so frech, man glaubt es kaum. Sie riefen immer, hallo Krokodil. Du kriegst uns nicht, du kleiner Wicht, du kriegst uns nicht, du kleiner Wicht. Da kam das große Krokodil und schnapp! Ein einsamer Affe saß auf einem Baum. Der war so frech, man glaubt es kaum. Er rief immer, hallo Krokodil, du kriegst mich nicht, du kleiner Wicht, du kriegst mich nicht, du kleiner Wicht. Da kam das große Krokodil und schnapp! Kein Affe saß auf einem Baum. Kein Affe war so frech, man glaubt es kaum. Da kam das große Krokodil, ha, 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 tschi! 5 Affen saßen auf einem Baum. Ja, das war das Fingerspiel. 5 Affen saßen auf einem Baum. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!